Ich habe wieder ein bisschen was aufgebraucht. Das ist meine Tüte, die schon langsam echt sehr alt ist. Ein bisschen was ist drin. Das würde ich euch gerne im heutigen Video zeigen. Viel Spaß! Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. Und ihr wisst ja, ich setze den Fokus sehr auf Aufbrauchen. Also ich habe früher habe ich so viel Zeug gehabt, mir sind halt Sachen leider auch kaputt gegangen. Und es muss ein bisschen bewusst werden, dass alles, was wir kaufen, eben auch einen gewissen Fußabdruck auf der Erde hinterlässt. Und wenn du jetzt Produkte kaufst, bloß dass du sie hast und hinterher wegschmeißt, weil sie kaputt gegangen sind, das ist natürlich nicht gut. Also versuche ich so nachhaltig wie möglich zu handeln und auch mir passieren Fehler. So, legen wir los. Die Altera Zahnbürste aus Bambus finde ich gar nicht mal so übel. Die ist von den Borsten her auch relativ weich. Die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Es gibt Marken, wo sie echt unwahrscheinlich hart sind. Klar, man muss aber immer so ein bisschen auf die Stufe achten, aber das ist mittel, das ist nicht sonderlich weich. Und ich nehme auch nie hart. Ich nehme meistens immer das, was es dazwischen gibt. Und ich finde die gut. Also ich komme mit der echt gut zurecht. Nichtsdestotrotz muss ich immer noch sagen, haben die besten Formen immer noch die Hydrophil-Zahnbürsten, so vom Mundgefühl. Leer gemacht habe ich auch. Sunscreen. Machen wir anders hier. Das ist der Sunscreen von Rossmann. Da habe ich mir jetzt eine große Flasche gekauft, weil das mal kurzfristig nicht im Sortiment war. Gibt es aber anscheinend wieder. Würde ich nachkaufen, wenn es dann soweit ist. Wobei die große Flasche, die ich jetzt gerade habe, auch nicht schlecht ist. Das ist so ein Sonnenschutzgel von Sanozon. Ebenfalls aus der gleichen Reihe. Dann habe ich leer gemacht. Den kaufe ich mir aber nicht nach, da ich mir mit Öl inzwischen das Gesicht reinige und mit Öl auch abschminken kann. Also das ist wirklich ein Produkt, was ich mir jetzt einspare, zumal es auch unwahrscheinlich krass parfümiert ist. Es war aber ganz, ganz lange ein Lieblingsprodukt von mir. Und auch das ist ein Lieblingsprodukt und da brauche ich nichts dazu sagen. Das werde ich definitiv nachkaufen, sobald ich es brauche. Da, das ist ein No-Brainer, da muss nicht nachdenken. Die funktioniert echt gut und das mit dem Barriere-Booster von Leon, sehr gut, sehr, sehr gut. Balea-Reinigungsöl. Ich habe jetzt gerade das von Rossmann in der Mache, das ist von Isana, das ist leicht beduftet und ich mag es nicht. Also es haben so viele haben davon geredet, dass das besser sein soll wie das. Mich stört echt der Duft. Muss ich echt sagen, mich stört echt der Duft. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oh, eine Sache, die mir echt schwer gefallen ist. Und sie ist mir wirklich schwer gefallen, weil die Creme war nicht gut. So im Nachhinein bin ich dann auch auf die Idee gekommen, ja, hätte ich sie mir halt woanders hingeschmiert. Weil im Grunde im Gesicht kannst du die auch verwenden. Aber ich war dann brav und habe sie nur unterm Auge angewendet. Aber die kann halt fast gar nichts. Die ist leider nichts. Es gibt auch Produkte, die für mich halt nicht funktionieren. Und ich habe ja schon gesagt, auch ich mache Fehler. Produkt funktioniert leider überhaupt nicht für mich. Überhaupt nicht. Ich hatte dazu ein Video gemacht und ich weiß einfach inzwischen, was ich benutze und was ich nicht benutze und das hier würde ich bloß aufheben und nicht benutzen. Mir ist es einfach zu unsicher wegen einem SPF, da steht halt kein Lichtschutzfaktor, also der Lichtschutzfaktor ist 50, ja, aber UVA-Strahlung steht gar nichts drauf und mir ist es zu unsicher, definitiv. Das war echt teuer und das habe ich geschenkt bekommen, wisst ihr, wie ich meine.
Ich habe mir echt zweimal überlegt, hebst du das jetzt auf, weil du das Geschenk bekommen hast? Oder bist du ehrlich und schmeißt es jetzt weg? Weil verdorben bringt es einem ja auch nichts. Mein Liebling wird nachgekauft bei meinem nächsten Rossmann-Besuch. Der ist bei mir ein bisschen weiter weg. Werde ich die nachkaufen und zwar gleich so 4 Stück nehmen oder so. Weil ich finde die mega gut. Ich finde die besser als das von Balea. Denn Balea hat irgendwie, es ist ein Inhaltsstoff bei der von Balea drin, wo Palmöl involviert ist. Und das ist bei dem Isana-Waschstück nicht der Fall. Oh, und auch die ist leer. Oh Gott, die war echt, die war furchtbar. Die war echt schlimm. Aber es war mein Ziel, die echt leer zu kriegen. Das könnte so ein gutes Produkt sein. Und ich hoffe ja immer noch, dass sie das Produkt so ein bisschen überarbeiten. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Auch leer gemacht. Ich gebe ja gerne auch immer mehr Geld für eine Bodycream aus, weil ich ja Kompressionsstrümpfe trage. Und da ist es auch allgemein bei einem Lipödem-Patienten, auch an den Oberschenkeln wichtig, dass man einfach eine Pflege aufträgt, die ein bisschen mehr kann. Hier sind Ceramide drin. Würde ich mir bei mehr Bodycreams einfach wünschen, dass mit Ceramiden gearbeitet wird. Würde ich mir jetzt so, glaube ich, nicht mehr kaufen. So überzeugt hat sie mich nicht, aber ich habe sie gerne ausprobiert. Auch leer gemacht habe ich die Sensitivspülung, das ist definitiv kein Nachkaufprodukt. So von der Spülung her war die echt okay. Aber der Duft, boah, der schlägt ein. Die riecht richtig stark. Ich achte bei Spülungen eben darauf, dass Proteine enthalten sind. Ich darf meine Haare nicht zu sehr beschweren, weil sie sind immer noch fein. Auch wenn sie sich inzwischen locken, mehr unten locken, das hatte ich auch als Kind schon so. Dass meine Haare sind eher so gewachsen. Und da muss so ein bisschen auf Proteine achten und ja, ich möchte, wie gesagt, meine Haare nicht zu sehr beschweren. Die können nicht viel abhaben. Und da reicht eine Spülung. Da reicht eine Spülung. Leider muss gehen. Und wie gesagt, ich mache auch Fehler. Es war ein Presse-Sample, aber das ist leider gekippt. Ich habe irgendwann mal gemerkt, als ich den drauf gemacht habe, so, mich schmeckt es komisch. Und wenn ihr so den Anschein habt, muss ein Produkt weggeschmissen werden, weil verdorbene Produkte verwenden, ihr tut eurer Haut nichts Gutes und gesundheitsschädlich ist es dann auch noch. Weil gerade Lippenpflege, besonders bei Lippenpflege, bei einem anderen ist es jetzt nicht gesundheitsschädlich in dem Sinne, aber Lippenpflege isst man ja immer zum Teil mit. Die Hydrophil-Zahncreme. Ich habe bei Zahncreme immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass ich da einfach noch nicht das Richtige gefunden habe. Schaustellen will es nicht, dann lassen wir es. Fand es ganz nett mit dem Bambusdeckel. Die hat nicht geschäumt und ich mag das nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich mag das wirklich nicht. Nö, würde ich so nicht mehr nachkaufen. Hat für mich halt einfach gar nicht funktioniert. Letztes Produkt, leider auch gekippt. Ich habe, glaube ich, noch nie hinbekommen, Lippenpflegestifte aufzubrauchen. Noch nie. Das ist der Sensitiv Lippenpflegestift von Altera. Ja, Altera. Der ist echt gut, aber wie gesagt, ich nutze sowas nicht regelmäßig. So ab und zu brauche ich das. Aber ich bin jetzt wieder übergegangen, erstmal nichts auf die Lippen zu machen. Geht auch. Und weil, wie gesagt, so Sachen brauche ich halt echt nicht auf. Und das sind so meine Schwachstellen. Wenn ich es nicht schaffe, sowas leer zu kriegen, sollte ich es mir erst gar nicht kaufen. Und das ist nicht mal halb leer. Das ist nur ein bisschen weg. Und auch an dem habe ich nämlich gemerkt, so irgendwie riecht er komisch, irgendwie schmeckt er komisch. Er muss gehen.
Denn er war, glaube ich, jetzt schon über ein Jahr alt oder so. Und bei so Sachen, die mit den Lippen in Kontakt kommen, dürft ihr eins nicht vergessen, Bakterien und so. Das zählt auch für die Haut, nicht nur für die Lippen. Und dann können solche Sachen eben schnell kippen. Wie gesagt, das ist erstmal ein Thema, dem ich nicht mehr nachgehe, Lippenbalsam, weil wie gesagt, ich brauche es eh nicht auf. Meine Lippen sind nicht so trocken, dass ich dringend sowas brauchen würde. Wie sieht es bei dir aus? Hast du in letzter Zeit Produkte aufgebraucht und bist du auch immer so froh, wenn du eins geschafft hast? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Übrigens, ich bin auch auf Discord. Meinen Discord-Link findest du ebenfalls in der Infobox. Ich melde mich an der Stelle ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich würde mich freuen. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!